Moin Leute, Struppmann hier. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema In-Ear-Monitoring und bauen mal ein komplettes In-Ear-Monitoring-System auf. Das Ganze machen wir heute mal auf Deutsch, weil ich gesehen habe, dass es doch im deutschsprachigen Raum wenig Videos dazu gibt, wie man so ein System aufbaut. Ich habe mir die letzten Wochen, Monate Gedanken gemacht, wie ich das für meine Band mache. Und lasst euch einfach mal dran teilhaben. Vielleicht braucht ihr auch gerade noch irgendwelche Erfahrungswerte, Ideen oder einfach generell eine Anleitung, wie ihr so ein System für euch aufbaut. Genau. Warum haben wir, wollen wir so ein In-Ear-Monitoring-System? Das ist ganz einfach. Wir sind eine Band, also eine meiner Bands. Wir sind zu dritt, wollen auch zu dritt bleiben, spielen aber verschiedene Backtracks in unsere Songs mit ein. Das ist von Orchester über Klavier bis hin zu, für die Seemannslieder, so schöne Akkordeons, ne? Ihr kennt das ja. Und da wir das dann natürlich passgenau auf Klick spielen müssen, brauchen wir den Klick auf den Ohren. Es geht dann weiter bis hin zu, wenn wir live spielen, brauchen wir den Klick auf den Monitor. Den Klick soll aber auch niemand im Publikum hören. Das heißt, der Klick geht nur auf die Ohren und die Backtracks ohne Klick gehen dann raus an den FOH, der das Ganze in unseren Live-Sound für das Publikum mit abmischt. Genau. Und das ist so der Hintergrund, weshalb wir das wollen. Jetzt gab es lange Lieferschwierigkeiten aufgrund von, Dingen. Und jetzt nach einem guten halben Jahr planen, drüber nachdenken und so weiter, war dann endlich mal die ganze Technik verfügbar und ich kann endlich anfangen mit Basteln und freue mich drauf, das Ganze zusammenzuschrauben. Genau, gehen wir mal die einzelnen Komponenten durch, was man da so braucht. Wir fangen mal bei dem Herzstück an. Das ist ein Mischpult. Ich habe mich dafür das Midas MR18 entschieden. Das ist an sich baugleich mit dem Behringer XR18. Ein paar kleine Unterschiede gibt's und aus Erfahrungswerten, ich hatte ja genug Zeit mit anderen Menschen zu reden, da hatten mir einige gesagt, wenn sie nochmal, sie würden im Endeffekt jetzt lieber das Midas-Pult kaufen. Genau, was haben wir hier? Wir haben ein Pult, das hat erstmal keine Knöpfe. Wir haben hier 16 Mikrofoneingänge. Da gehen wir nicht direkt rein mit dem Mikrofon, dazu später mehr. Wichtig ist, wir haben 6 AUX-Wege, das heißt, jeder von uns drei in der Band kann seinen eigenen Stereo-Mix haben, da wir 2 Mono-Ausgänge pro Musiker, Musikerin haben und das Ganze dann eben in Stereo fahren können. Wunderbar! Dazu kann noch jeder der Beteiligten seinen eigenen Monitor-Mix per Handy, Smartphone oder Tablet selber einstellen. Das Ganze bleibt dann gespeichert und wir haben immer den gleichen Monitor-Sound. Genau! Weiter geht's. Da wir den Sound auf unsere Ohren haben wollen, über das Pult, aber auch gleichzeitig der Typ am Mischpult oder die Frau am Mischpult auch ein Signal haben möchte, idealerweise, also ich spiele auch sehr gerne für mich alleine, ich habe da richtig Spaß dran, aber dafür kommen Leute ja, glaube ich, nicht zum Konzert. Um das Signal zu splitten, nehmen wir von Behringer die MS-8000 Mikrofonsplitter. Da haben wir hier vorne die Mikrofoneingänge an der Vorderseite. Da geht man rein. Auf der Rückseite hat man dann pro Eingang 2 Ausgänge. Und da geht dann eben ein Ausgang in das Pult. Der andere Ausgang geht zum Mixer. Mixerman, Mixerwoman. Und dann sind alle glücklich. Und es ist super schnell aufgebaut. Genau, wichtig ist hier zu beachten, mal ganz schnell als Abriss, 2 Ausgänge. Wir haben einmal den, sieht man das? Wird das scharf? Ich hoffe, den Link-Out und wir haben den isolierten Output. Ich empfehle, den Link-Out mit dem eigenen Mischer zu verbinden, da ihr von da die Phantomspeisung auf eure Mikrofone geben könnt. Der isolierte Output lässt keine Phantomspeisung durch. Deswegen, auch gerade für einen Proberaum, wenn ihr Phantomspeisung braucht, für Arbeit, Schlagzeug etc., nutzt die Link-Outs
für euren eigenen Mix. Da das Midas M18 16 Eingänge hat, nutzt man davon von dem Signalsplitter gleich zwei, um alle Kanäle schon mal verkabeln zu können. Genau. Um das Ganze dann auch hörbar für die Musiker zu machen, haben wir uns jetzt für den ersten Schritt erstmal für eine Kopfhörerlösung entschieden, ohne Funk. Und um das Ganze zu testen und auch Batterien zu schonen, nutzen wir erstmal einen Kopfhörerverstärker. Da haben wir hier den Behringer Powerplay 6-Kanal, das ist der HA8000, weshalb ich mich für den entschieden habe. Wir haben für den Main Mix XLR-Eingänge und XLR-Ausgang. Gibt es nicht immer, gibt es auch oftmals, dass nur Klinkeneingang ist und Klinkenausgang, ist halt dann wieder die Sache mit den Kabels. Mikrofonkabel sind immer da, aber Klinke auf XLR ist immer so eine kleine Besonderheit, deswegen lieber das Standardding nehmen. Dazu haben wir für jeden Kanal einen eigenen AUX-Eingang, von dem wir über die zwei XLR-Monitorwege pro Musiker vom Pult hier reingehen mittels Stereo-Klinke, über den dann eben auch jeder und jede den eigenen Monitormix erstellen kann. Und dazu, das ist noch ein schönes Feature, hat man hier auf der Frontseite dann auch noch die Möglichkeit, über den Balance-Regler die gute Mischung aus dem Gesamtmix und dem individuellen Mix selbst einzustellen. Das heißt, man kann das Signal nehmen, wie es nach draußen geht, und das dann einfach stufenlos dem eigenen Signal noch zuzumischen. Kann man nutzen, muss man nicht nutzen. Ich finde die Option klasse, das zu haben. Und das ist auch gut so, nicht wahr? Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Stromversorgung. Da habe ich mich von T-Rex. T-Rex? Hahaha. Miau, bin ein Dino. Für die Rack-Einbau-Steckdosenleiste mit einer Sicherung entschieden. Hat zudem auch noch neben den 6 Schutzkontakt-Steckdosen noch 2 USB-Steckers. Sollte es doch mal passieren, dass irgendeine Location schlecht abgesichert ist an der Stromversorgung, hast du hier für deine eigene Technik immer noch eine Sicherung drin, die deine Geräte im Ernstfall bei Spannungsspitzen schützt. Zudem USB-Ausgänge, Stromversorgung ist praktisch, da man das Midas-Pult eben auch mit dem Tablet steuern kann und das einfach eine direkt schnelle Möglichkeit auf der Bühne dein Tablet, Handy, was auch immer, zu laden. Geht natürlich auch klassisch mit dem Stecker, aber wir reden ja immer von Optionen. Optionen haben ist immer schön. Ja, wunderbar. Und ganz wichtig, ihr kennt das ja, man hat immer unglaublich viel schöne Sachen mitzuschleppen. Deswegen kommt dann auch gleich noch eine Schublade mit ins Rack, in der wir dann eben solche Sachen einfach reinschmeißen können und alles direkt in einem großen Rack dabei haben. Jetzt noch das oftmals, das einfach notwendige Kabel. Jede Menge Kabel. Schöne bunte Farben. Ich mag bunte Farben, weil die sind bunt und notwendig. Und damit verkabeln wir eben das ganze Pult. Vielleicht noch, bevor wir jetzt zum Aufbau kommen, ein kleiner Hinweis. Ich werde das Midas-Pult falsch rum ins Rack einbauen. Einfach aus dem Grund. Vorderseitig zugänglich ist der Splitter. Man geht hier vorne mit den Mikrofonen rein und die Anschlüsse, also die Links, sind dann aber auf der Rückseite. Das heißt, wir gehen dann von der Rückseite des Splitters direkt in die Eingänge des Pultes. Und da eben dann vorne kein großer Kabelsalat entsteht, alles schön im Rack geschützt ist, wird das Midas-Pult falsch rum eingebaut. Was ja an sich völlig legitim ist, da das ganze Gerät sowieso keine Drehknöpfe hat und per
Rechner, App oder Smartphone gesteuert wird. Einfach eine feine Sache, dass das möglich ist so. Und das nutzen wir auch. Jetzt noch einen Schluck Kaffee. Und dann bauen wir alles ein. Alles klar? Go. Ich habe mir mal die Frechheit erlaubt, die Schublade schon mal einzubauen. Und, das ist nämlich auch so ein bisschen immer nerviger Part, die Muttern schon mal in die richtige Position zu bringen, damit das jetzt gleich einfach ohne großes Mutterschieben vonstatten geht. Wir machen weiter. Über die Schublade baue ich das Midas-Pult. Und ihr seht schon, ich habe die Rack-Ohren schon dran geschraubt. Falsch rum, weil wie gesagt, das Pult kommt jetzt falsch rum hier rein. Als nächstes die beiden Mikrofonsignalsplitter direkt oben drüber. Darüber kommt jetzt der Mikrofon, das andere Ding, raus, rein. Kopfhörerverstärker, genau. Und damit da oben da dann nicht so eine Lücke bleibt, schrauben wir einfach noch eine Blende drauf. Ist nebenbei am Ende vorgesehen, wenn wir doch noch Funkstrecken holen, dass die Funkstrecken eben hier oben reinkommen. Deswegen hatte ich noch vergessen, das ist ein 10 Höheneinheiten Rack. Da hatte ich dann noch zusätzlich auf der Rückseite eine Schiene, die Montageschienen reingeschraubt und Räder montiert. Räder, beste. So. Vorne ist durch, jetzt kommt das bunte, kabelige auf der Rückseite. So, wir haben hier die Rückseite und ihr seht jetzt alle Anschlüsse natürlich von hinten und das Pult von vorne. Wunderbar. Da es hier möglicherweise etwas Kleines kommt, jetzt nochmal ein Bild aus der Großaufnahme, das ich vermutlich, hoffentlich gemacht habe vor dem Verkabeln. Bam, erledigt. So, für die Verbindung. Wir haben jetzt oben die ganzen Ausgänge des Splitters von dem Pult, die von vorne in den Splitter reingehen, hinten ins Pult rein müssen. Dafür verwende ich ganz normale 30 cm XLR Patchkabel. Da müsst ihr nicht auf die teuersten achten, also die auf die, beziehungsweise auf die robustesten achten. Da, wenn das hier einmal verbaut ist, bleibt es eigentlich und hoffentlich auch da drin und wird nicht weiter mechanisch beansprucht. Deswegen ist die, ja, ich nenne es mal Verletzungsgefahr der Kabel doch eher gering. Das Set, was ich gekauft habe, sind immer 6 Kabel in 6 verschiedenen Farben. Ich mache das einfach so, weil das ist so ein bisschen auch der innere Monk. Die kommen immer in der gleichen Reihenfolge. Die Reihenfolge ist rot, dunkelblau, gelb, weiß, grün, schwarz. Und genau so mache ich das jetzt rein, denn das ist am Ende natürlich auch eine gute Orientierung, wenn mal irgendwas gemacht werden muss zum Kabelverfolgen. Fangen mit rot an. Erstes Problem schon festgestellt, der Ausgang 1 am Splitter ist hier, Eingang 1 am Mischpult
ist hier. Genauso ist dann Ausgang 8 hier drüben und Eingang 8 hier drüben. Das heißt, dafür reichen die 30 cm Kabel leider nicht. Die können wir für die Mitte verwenden, aber für die äußeren Bereiche leider nicht. Ich habe allerdings damit gerechnet, dass sowas noch passieren könnte. Dann haben wir das gleiche Set nochmal in der 60 cm Variante mitbestellt für die Sicherheit. Aber auch hier, wir fangen mit Rot an. Rot in die 1. Und hier unten in die 1. Und immer dran denken, ich habe es schon falsch gemacht. Nutzt den Link-Out, wenn ihr das die Phantomschweißung vom Pult nehmen wollt. Out ist für den Mischer am Ende draußen, für die Leute. Die 2. Habe mich jetzt umentschieden. Ich mache jetzt alles mit der 60 cm Variante. Das ist so. Sieht gleich aus. Innerer Monk und so. So, die Eingangskanäle sind alle mit dem Pult verbunden. Kleines Problem hatte ich bei Kanal 11. Da war das Innenleben des Steckers oben die Einrastkerbe verdreht im Vergleich zu den Polen, zu den Pins im Stecker. Werde ich dann im Live-Betrieb mal testen müssen, ob da eine Brückung stattfindet. Gut, ist nicht eingerastet, das ist nicht das Problem. Genau. Wenn die Kabel einmal sitzen, sollten sie halten. Und jetzt verbindet man noch den Main-Out des Pultes mit dem Main-In der Kopfhörerverstärker. Das wäre auch geschafft. Jetzt fehlen noch die Monitorwege zum Kopfhörerverstärker. Dafür gibt es, wie schon gesagt, zweimal XLR auf Stereo-Klinke. Jesus Maria. So, hätte man das erstmal so weit. Was jetzt natürlich noch fehlt, ihr ahnt es, oder? Ja. Der gute alte Strombert. Den müssen wir da noch irgendwie rantütteln. Am besten da, wo er hin soll. Ich habe mir das so überlegt, dass oben noch ein Spalt freigelassen wird, durch den dann die Stecker durchpassen und man die von oben in die Steckdosen reinsteckt, damit das Feld hier eigentlich, na, kabelfrei wäre es übertrieben, ihr seht jetzt den Salat hier, aber generell einfach Tisch, hier unten erstmal nichts rumhängt. Deswegen, dann nehmen wir mal ein steckerdicken Messgerät, zum Beispiel einen
Stecker und halten den dann einfach mal daran, um zu gucken, wie viel Platz wir freilassen müssen. So. Einwandfrei, so machen wir das. Gut, auch hier hätte ich natürlich gerne zu meiner eigenen inneren Zufriedenheit gerne eine Wasserwaage genommen dafür. Das erspare ich euch jetzt aber mal und mache das vielleicht nachträglich noch richtig schick. Ihr lieben Menschen, danke, dass ihr mir dabei zugeschaut habt bis jetzt, wie man so eine Kiste aufbaut. Das Problem mit dem Kabel im Eingang 11 konnte ich übrigens noch lösen. Da hat einfach geholfen eine Kombizange und etwas Kraftaufwand, um das Gehäuse, um den XLR-Stecker einfach noch ein paar Grad zu drehen. Jetzt passt der Stecker wunderbar in den Eingang von Kanal 11 und rastet ein, ist schick und ich bin zufrieden, dass jetzt alles ordentlich sitzt. Wenn ihr auch da mit dem Gedanken spielt, ein In-Ear-Monitoring-System für eure Band, euch selber oder einfach für, naja, fürs Wohnzimmer, jeder zu seine Vorlieben, was da drin zu stehen hat, wollt, hier nochmal kurz, was ihr braucht. Ihr braucht an sich ein Mischpult, das ein paar Eingänge hat, of course, und sowie die Monitorwege, über die ihr dann eben in euren Kopfhörerverstärker geht. Und das sind wir gleich beim zweiten Punkt. Ihr braucht einen Kopfhörerverstärker neben eurem Pult, da das reine AUX-Signal vom Mischpult nicht ausreicht, um einen Kopfhörer anzutreiben. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch, so wie ich es habe, so im Rack-Format mit mehreren auf einmal nehmen. Oder es gibt auch diese kleinen Kopfhörerverstärker, die man sich an den Gürtel klipst und von dort eben aus dem Pult reingeht via XLR-Kabel. Und dann auch, hat man direkt seinen Lautstärkeregler am Gürtel, kann da seine Lautstärke auf den Ohren einstellen. Ich habe mich für die Variante entschieden, ohne direkten Lautstärkezugriff vom Spielort aus, da man eigentlich alles ja auch per App lauter leiser machen kann am Mischpult direkt. Genau! Das sind eigentlich die wesentlichen Komponenten, die ganzen Splitter, Stromversorgung etc. Schublade ist dann eigentlich eher optional, ist natürlich so im Rack einfach schön aufgeräumt und macht Laune in Zukunft. Wichtiger Punkt ist noch, was kostet so ein System, mit was für einem Preis könnt ihr rechnen. Das System, wie wir es gerade zusammengebaut haben, liegt bei ungefähr mit allem drum und dran, Kabel und das Case, Schublade, ungefähr bei 1500 Euro, so Pi mal Auge, ist das der Preis, mit dem ihr da rechnen müsst. Wenn ihr auf eine Funkstrecke für die Kopfhörer setzen wollt, kommt natürlich noch ein paar Euro extra obendrauf. Das liegt dann eben auch daran, welches System ihr dafür genau verwenden wollt. Da gibt es ja auch von 150 Euro bis, schlag mich tot, Hunderttausende von Euro teure Funkstrecken. Das ist dann natürlich euch selbst überlassen. Ja, für mich war es heute sehr interessant. Ich habe das zum ersten Mal auf Deutsch gemacht. Ihr könnt mir gerne mal Feedback geben. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob ihr gerne mehr Videos auf Deutsch möchtet oder ob ich wieder zurück zum englischen Format gehen sollte. Für mich persönlich, ich finde das so super entspannt, einfach in meiner Muttersprache zu reden. Es fällt mir viel einfacher. Ich mache auf Deutsch für mein Empfinden viel schlechtere Witze als auf Englisch, weil ich einfach da gewohnt bin. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt ein paar geile Songs. Freut euch drauf über das geile Feedback, das man für den puren Rock'n'Roll bekommt.
Ich mache mich jetzt mal auf in den Proberaum und teste das ganze System. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und morgen auch einen schönen Tag, übermorgen auch. Und eigentlich, nein, ich wünsche euch nicht nur schöne Tage, denn wenn die Tage immer schön sind, merkt man die schönen nicht mehr. Es müssen auch ein paar schlechte geben, die dann allerdings nicht ganz so schlecht sein sollten, dass es keinen Spaß macht. Einfach nur so, damit die schönen Tage wieder schöner wirken. Und das ist jetzt genug Palaver. Viel Spaß. Ich mach los. Bis zum nächsten Mal. Ciao.